Zu Wänden, Teppichen und so weiter komme ich gleich. Da gibt es so eine Pauschale, mit der ihr dann arbeiten könntet. Hier wären wir dann eben bei 38%, was ihr von den Anschaffungskosten. Dazu zählen auch übrigens Fliesen und einfach alles, was in diesem Raum gemacht werden muss. Der ist richtig krass getarnt. Chamäleon, hey. Oh mein Gott. Okay, 12.000 schätze ich mal mit Badewanne und so weiter. Wobei diese Preise, die sind sehr hoch angesetzt, meiner Meinung nach. Also ich weiß, dass ich es billiger machen kann. Ja. Das sind Kosten, kommen wir gleich dazu. Wir ziehen am Ende noch ein Fazit mit einem schönen Strich, was denn hier alles anstehen würde. Das Ding, das ist das Schönste hier drin. Nein. Also gut, was würden wir hier machen? Ja, ihr seht's, sehr idyllisch, kleiner Garten, bisschen Hanglage. Drüben entsteht ein Neugau. Drüben entsteht. Ja, servus. Natürlich ist das nicht. Ist auch völliger Quatsch. Hä? Ja, völliger Quatsch. Du kannst ja keinen Heizkörper in die Dusche reinmachen. Dann freue dich jetzt auf deine Oh. Hey. Also ohne Scheiß. Ich habe noch nie solche Fliesen Nee, gesehen. es ist auch. Alles klar. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flipper. Wir hatten eine kleine Pause. Ich bin wieder hier mit Oliver, dem Makler des Vertrauens in Kempten. Den kennt ihr alle mittlerweile. Muss man auch sagen, bist du auch ein kleiner YouTube-Influencer geworden, beziehungsweise die ersten Schritte sind gemacht. Ich Probier's. werde deinen Kanal auf jeden Fall verlinken. Gestern kam ein neues Video raus zum Thema. Wie wird man Makler? Sehr detailorientiert, wirklich. Also da ist wirklich alles drin von A bis Z. Falls euch das interessiert, gerne einfach mal vorbeischauen, ein bisschen Liebe da lassen. Ansonsten, genau, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt, weil sehr viele Leute fragen immer, ja, wie kalkulierst du, wie gehst du vor, was machst du in der ersten Besichtigung? Einfach, ich denke heute einfach mal lauter als sonst und wir schauen uns mal so ein Objekt an. Wir gehen ein bisschen auf die Details ein, schauen einfach, was kostet eine Renovierung ungefähr auf den Daumen gepeilt, was würde da liegen bleiben und so weiter. Also wir machen einfach heute einen kleinen Fix und Flip sozusagen. Alles klar. Vielleicht willst du kurz ein bisschen was zu dem Haus sagen an sich. Ja, also ich weiß nicht, inwiefern man es in der Einstellung sieht, aber es handelt sich um ein Reihenhaus. Es hat das Baujahr 1966. Es sind ein paar Maßnahmen schon getätigt worden in der Vergangenheit. Die werden wir dann beim Rundgang wahrscheinlich schon erkennen. Oder wenn nicht, dann werde ich es dazu sagen. Es sind gute 120 Quadratmeter Wohnfläche. Es ist dann nochmal ein bisschen mehr Nutzfläche hier in diesem Halbgeschoss, was wir jetzt dann gleich erkennen werden, was ich mit diesem kryptischen Wort meine. Es sind gute 400 Quadratmeter Grundstück und es ist Baujahr 1966. Also dementsprechend könnte man mal gucken. Könnte zum Beispiel ein Stichwort für die Elektrik sein, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Gut. Ich habe es noch nicht gesehen, es ist wirklich die Erstbesichtigung, damit ihr einfach seht, wie wir sowas normalerweise machen, jetzt nicht gestellt für YouTube. Okay. Boah, okay. Das ist sehr schön. Sehr viel Holz, so wie man es gewohnt ist. Das sind auch immer die Flips meistens aus dieser Zeit. Ja, du kennst dich aus, sag Genau, mal an. also ich sag mal grundsätzlich, ich weiß nicht, ob man das dann auch gut hört, aber das sind nur abgehängte Holzdecken. Das befindet sich im ganzen Haus. Dementsprechend kannst du ja was dazu vielleicht sagen, inwiefern das viel Arbeit macht oder was man damit am besten machen kann. Auf jeden Fall runter. Alles weg und runter. Da ist dann natürlich immer die Überraschung, was kommt dahinter raus? Ist da einfach nur eine Betonwand? Ist gemauert? Ist da noch irgendwelche illegale Dämmung, die eigentlich irgendwie Sondermüll wird und so weiter? Also da gibt es viele Möglichkeiten, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist jetzt Das erste Zimmer. Wohn. Nee, das ist noch kein Wohnzimmer. Also es ist an sich ist es ein Bürozimmer. Man hat es als Gästezimmer genutzt. Es hat ganz normal Tageslicht. Man sieht, es ist von der Größe des Fensters und von der Höhe ist es eigentlich sogar höher gelegen als jetzt Straße. Dementsprechend hat es auch, denke ich mal, alle Ausstattungskriterien. Es hat hier einen Heizkörper. Ob es jetzt in die Wohnfläche reinzieht oder nicht, ist tatsächlich so ein bisschen so eine Streitfrage, Okay. weil es natürlich einerseits wird es hier offiziell als Kellergeschoss geführt, wobei es keinen Sinn macht eigentlich, weil du Nee. ja sogar eine Treppe hochgehen musst, um reinzukommen. Ja. Wir werden aber auf der anderen Seite sehen, dass es durchaus ein Keller ist, weil es halt eine Hanglage ist.
Dementsprechend muss man so ein bisschen sich an die jeweilige Landesbauordnung halten. Das ist dann nach ein paar Kriterien ja, beeinflusst, was tatsächlich Kellerfläche ist. Und hier haben wir wahrscheinlich nicht die notwendige Deckenfläche von 2,40 Meter in Bayern. An sich ist es aber, sag mal, für jeden Käufer, der sagt sich, hey, ich habe hier ein Zimmer, ich kann hier Gäste unterbringen und die sind sogar auf einer anderen Etage als ich, das ist gut. Definitiv, ja. Nee. Okay, was würde man hier machen? Heizkörper würde ich sogar lassen, vielleicht einfach ein helleres Weiß streichen. Die Rohre, die sind jetzt natürlich oberflächlich, das ist jetzt nicht optimal, die müsste man wahrscheinlich dann einfach in die Wand schlitzen. Fenster, seht ihr jetzt nicht, diese neu. Oder was heißt neu, das sind Kunststofffenster, die sind wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt, so wie es aussieht. Die wird man auf jeden Fall lassen, das ist ein riesen Pluspunkt, habe ich schon mal gesagt. Wenn die Fenster nicht gemacht werden müssen, ist immer besser. Zu Wänden, Teppichen und so weiter komme ich gleich, da gibt es so eine Pauschale, mit der ihr dann arbeiten könntet. Wir schauen mal weiter. Okay, Heizung. Was ist denn das für eine Heizung? Eine Gasheizung. Ja, okay. Gasheizung wird gefördert mit 38% von den Kosten. Wenn ihr eine Ölheizung habt und dann auf Pellets zum Beispiel umsteigt, da seid ihr bei 45%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier wären wir dann eben bei 38%, was ihr von den Anschaffungskosten. Dazu zählen auch übrigens Fliesen und einfach alles, was in diesem Raum gemacht werden muss, um diese neue Heizung einzubauen. Das muss mit aufs Angebot. Und davon werden dann eben 38% wieder zurückgegeben an euch. Aber ihr müsst natürlich vorstrecken, also das ist klar. Es ist tatsächlich hier von Öl auf Gas im Jahr 2005 gewechselt worden. Mhm. Dementsprechend, man sieht es hier an der Seite, ist jetzt eigentlich gar nicht verkehrt. Also sie ist jetzt nicht top. Klar, und Gas ist jetzt auch nicht gerade das, was man momentan neu machen würde. Der Käufer muss sich überlegen, ob er im Zweifelsfall wirklich sagt, er tauscht aus. Es ist jetzt, sag ich mal, ein Gerät, ein Niederbrennwertgerät, was man auch gesetzlich nicht austauschen müsste. Ich würde es nicht austauschen, sage ich euch ganz ehrlich. Außer ihr habt ein ganz anderes Konzept vor, wo ihr wirklich auf die grüne Schiene fahrt. Mit Kork, Dämmung und dreifach verglast und so weiter. Aber dann reden wir über eine Kernsanierung. Und das hat dann nicht mehr wirklich was mit Fix und Flip zu tun. Good. Okay, let's go. Weiter geht's. Okay, Waschküche. Was würden wir hier machen? Wahrscheinlich einfach komplett neu Fliesen, in großen Fliesen. Und die Wände. Ich würde sogar nicht alles verfliesen. Ich würde teilweise verputzen, teilweise fliesen. Also dieses komplett Fliesen, wie man früher gemacht hat, auch in den Badezimmern, das macht man eigentlich gar nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde diesen Raum als allerletztes machen, weil für einen Waschkeller wäre es mir relativ wurscht, wie der aussieht. Hier, wenn man einmal kurz... Ja, aber zum Beispiel, also hier müsste man, würde ich durchfliesen, das müsste eine Ebene sein, auch vielleicht im Keller. Und dann könnte man das gerade einfach mitmachen. Hier sieht man jetzt, was ich schon mal meine mit Hanglage. Also hier ist jetzt dann quasi der Abgang vom Garten in den Keller. Okay. Dementsprechend ist es irgendwo ein Kellergeschoss hier und vorne eigentlich nicht. Okay. Ja. Gut. Genau. Die Haustür, wenn du jetzt in die Richtung gehst, ist ausgetauscht worden. Okay. Haustür passt. Der Rest, wie gesagt, muss man alles entfernen, verputzen. Treppe. Boah. Was man hier machen würde. Da wäre der Sicherungskasten. Der ist richtig krass getarnt. Chamäleon, hey. Oh mein Gott. Okay. Alte Sicherung, das heißt, Elektro wird neu gemacht, beziehungsweise muss neu gemacht werden. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Ja, das sind Kosten, kommen wir gleich dazu. Wir ziehen am Ende noch ein Fazit mit einem schönen Strich, was denn hier alles anstehen würde und was für ungefähre Kosten. Egal. Was für ungefähre Kosten hier uns auf uns zukommen. Also, Stäbchenparkett. Mhm. An sich sehr hochwertig. Ist aber nicht das, was man aktuell unbedingt machen würde. Nee. Tapeten. Ja, Parkett, ja, Tapeten, gut, die überall. Die sind komplett. Ja. Decke würde ich sogar lassen, wahrscheinlich. Also wie du vorhin schon richtig erkannt hast, Fenster und Balkontüren sind alle ausgetauscht worden, sind dreifach verglast. Hm. Ja, also okay. So gesehen eigentlich immer noch State sehr of the Art. Gut. Sehr ja. Gut. Ansonsten viel Fleißarbeit an den Wänden. Naja, krass, das ist auch schon neu. Okay,
Ich würde hier wahrscheinlich einen Durchbruch machen, weil die Küche liegt wahrscheinlich da. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das Ja, ist ist richtig. so natürlich nicht mehr up to date. Beziehungsweise man kann es besser machen. Und wenn man es besser machen kann, dann machen wir das meistens auch. Es wird eine junge Familie kaufen. Also es ist tatsächlich so, es wird eine junge Familie kaufen. Dementsprechend ist es richtig, was du sagst, dass das natürlich auch bei einer jungen Familie gut ankommt, wenn man hier einen Wohn- und Essbereich zusammenlegt, weil das ist das, was man momentan macht, wenn man neu baut. Und das wäre natürlich auch das, was die meisten Leute machen würden, wenn sie es renovieren würden. Das heißt, wenn man es flippen würde, wäre das natürlich ideal, wenn man diesen Wunsch schon vorwegnimmt. Ja, kostet halt dann natürlich ein bisschen mehr, so ein Stahlträger. Die ist wahrscheinlich tragend, so wie es aussieht, aber da gehen wir gleich noch drauf ein, auf die Kosten. Wir düsen weiter. Küche. Die ist wahrscheinlich auch sehr ansehnlich. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das ist natürlich immer subjektiv. Okay, ja, denke ich mir. Das Ding, das ist das Schönste hier drin. Nein. Also gut, was würden wir hier machen? Relativ simpel, die würde ich auf eBay Kleinanzeigen stellen, auch wenn man dafür wahrscheinlich nicht mehr viel bekommt. 100 Euro ist auch egal, selbst wenn es gar nichts ist. Der Punkt an sowas ist, dass die jemand anders abholt, wenn die jemand geschenkt bekommt und nicht wir diesen Aufwand haben, das Ding auf den Wertstoffhof oder wo auch immer hinzubringen. Ansonsten Rest verputzen, Teppich entfernen. Hier würde ich sogar Fliesen, beziehungsweise kommt drauf an, wenn hier der Durchbruch ist. Du kannst es mal filmen, hier die Wand. Also hier müssten wir einen Durchbruch von 2,50 oder sowas machen. Fliesenspiegel würde ich auch nicht mehr so machen, weil man gar nicht abschätzen kann, wo die neue Küche denn hinkommen würde, ob die eine Insel haben wollen, ob die keine Insel haben wollen. Grundsätzlich flippen wir ohne Küche. In dem Sinn würde ich hier einfach komplett einmal verputzen, Boden entfernen. Und entweder Fliesen oder Parkett hier reinlegen, wahrscheinlich ein Stück Fliesen. Genau. Ansonsten finde ich Küche eigentlich immer relativ unspektakulär. Meistens ist es wirklich das Bad, wo man sich ein bisschen kreativ ausleben kann und wo auch die meisten Überraschungen dann bei so einem Fix und Flip versteckt sind. Ja, passt. Ja, vielleicht noch als kleiner Hinweis, das sieht man jetzt noch nicht, das ist ein kleiner Absatz zwischen dem Du Flur kannst gern filmen. und dem eigentlichen Zimmer, was natürlich für denjenigen, der sich's leicht machen wollen würde, die Möglichkeit öffnen würde, dass man hier einfach drüber legt. Aber spätestens im Flur muss der Teppich weg. Ja, auf den Teppich würde ich jetzt nicht drauflegen, gerade wenn es ein hochwertiger Parkett ist. Aber man kann natürlich Ausgleichsmasse drauf gießen und dann auf jeden Fall ebenerdig da rausfahren. Wäre auch ganz Stufen gut. sind nicht mehr, also gerade wenn wir über so eine Stufe reden, dann macht euch den Aufwand und macht das ebenerdig. Das ist einfach ein ganz anderer Effekt. Nicht, dass jetzt hier jeder hängen bleibt oder es eine riesen Behinderung für diese ganze Wohnung ist, aber es ist einfach nicht schön, nicht bequem. Und es sind keine Kosten hier. Reden wir von 50 Euro wahrscheinlich für die Ausgleichsmasse. Okay. Badezimmer. Badezimmer. Schön, das ist schön. Ja, Badezimmer. Ihr kennt das Spiel. Also hier ist wirklich immer die meiste Kreativität gefragt, wobei man jetzt hier nicht so wirklich viel verändern kann vom Grundriss, weil das der einfach nicht zulässt. Wir sind hier auf 3, 4 Quadratmeter wahrscheinlich. Ich würde hier gerade eine Dusche lassen, wenn es geht, auch mit einer Schiene, also richtig modern. Und hier natürlich eine Glaswand, obwohl. Nee, ich würde hier eine Glaswand machen. Natürlich ist das nicht, ist auch völliger Quatsch. Hä? Ach, völliger Quatsch. Du kannst ja keinen Heizkörper in die Dusche reinmachen. Am besten wäre noch eine Elektroheizung in der Dusche. Ja, vielleicht ein Da Heizkörper bist du auf jeden Fall wach. Für die Handtücher statt dieser Variante Ja, hier. diese Heizkörperleitern, ich nenne die Leitern, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber ihr wisst, was ich meine. Also grundrisstechnisch kann man nicht viel verändern. Moderneres Waschbecken, Aufsatzwaschbecken. Ich würde hier auch nicht Unterputz irgendwas anfangen, weil da müssen wir wirklich auch Wände und Zeug schlitzen. Ich würde es so lassen, wie es ist. Und eine schöne Duschbrause mit Regendusche und genau. Der Rest Toilette ist schon in der Wand. Das heißt, man müsste gucken, wie das hinten aussieht. Aber die könnte man theoretisch einfach austauschen, wobei die relativ tief hängt. Nee, also
Badezimmer, Renovierungskosten mit Armaturen. Kommt drauf an, ob ihr selber alles vergebt oder ob ihr das Ganze schlüsselfertig macht, machen lasst. Dann würde ich hier sagen, sind wir so bei 6.000 bis 7.000 Euro. Auch in diesen Zeiten. Okay. Wo bist du? Oben. Ah. Ich warte schon. Okay. Okay, hier ist das Schlafgemach. Also sieht genauso aus wie das Wohnzimmer. Der Grundriss ist ähnlich. Merkst du? Was ist hier, ja? Also ursprünglich war eigentlich ein Eingang dort hinten in das Zimmer. Und hier war es nochmal abgetrennt auf dem Originalgrundriss, sodass das dort ein zweites Kinderzimmer war. Okay. Somit waren hier drei Zimmer. Ja, also ihr seht es jetzt nicht, ihr spürt es nicht, aber hier ist auf jeden Fall ein Zentimeter, eineinhalb Unterschied zwischen diesen beiden Oberflächen. Also da müsste man auch wieder ausgleichen, gerade wenn dieser Raum ein Raum bleiben sollte, was auf jeden Fall sich anbietet. Ist ein sehr schöner Master mit eigenem Balkonzugang. Also hat schon was. Vielleicht können wir mal kurz rausgehen. Ja, ihr seht's, sehr idyllisch, kleiner Garten, bisschen Hanglage. Drüben entsteht ein Neugau. Drüben entsteht. Ja, servus! Okay, wir wurden unterbrochen, wir gehen wieder rein. Also es ist ein sehr schöner Vorort, gerade perfekt für Familien mit kleinen Kindern. Nachbarschaft ist extrem nett. Ja, was muss man hier machen? Auch wieder Böden, Decken, Wände verputzen, Elektrik und so weiter. Wie gesagt, ich habe eine knappe Pauschale für solche Arbeiten, da kommen wir gleich noch drauf. Machen wir noch die Tour weiter. Heizkörper sind auch in Ordnung. Zargen. Da war der Eingang, by the way. Zargen, die könnte man sogar überstreichen, die sind in Ordnung. So, das ist hier das komische Zimmer. Sowas gab es immer bei Oma, so ein Zimmer, wo einfach nicht wirklich was drin war. Tja. Aber ich würde hier wahrscheinlich ein Büro draus machen oder eben Schlafzimmer fürs Kind Nummer 2 oder 3. Man hat eine halbwegs nette Sicht. Kannst gerne mal rausfilmen. Sieht wirklich cool aus. Also man ist halt hier in dieser Lage so ein bisschen über der Stadt. Das ist natürlich ganz nett. Besser als in einem Tal. Mhm. Und dementsprechend ist das okay. Es ist an sich ein Kinderzimmer. Also, so steht es im Original-Grundrissplan drin. Mhm. Ist natürlich so ein bisschen jetzt die Frage, ob es das bleibt, wie viel Zimmer man auch wirklich braucht. Das müsste man dann individuell abklären. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bei einer Familie immer je mehr einzelne Zimmer, umso besser. Ja, definitiv. Cool. Dann freue ich jetzt auf deine Heimat. Hey. Also, ohne Scheiß. Es ist richtig wild. Okay. Ich habe noch nie solche Fliesen. Nee, es ist auch. Erst dachte ich, das sind so Löwenzahnblüten, weißt du? Aber es sieht einfach komisch aus. Am Anfang dachte ich, es soll sowas wie die Galaxie. Vor allem die weißen Fugen, die sind halt auch noch ein Highlight. Weil wenn du schwarz hättest, aber dann wäre es extrem dunkel hier. Ja, okay. Jetzt auf die Schnelle, was würde ich machen? Hier Heizkörper wieder eine. Wir nennen es immerhin weiterhin eine Heizleiter, aber in mattschwarz. Da wir wissen, dass wahrscheinlich in dieser Größe mit diesen Zimmern in dieser Lage eine Familie kaufen wird, würde ich hier auf jeden Fall eine Badewanne lassen. Also keine Dusche, weil wir haben ja auch unten schon eine Dusche. Gerade mit Kindern brauchst du eigentlich eine Badewanne. Mattschwarze Armaturen, einfache Badewanne. Die Toilette würde ich hängend machen mit einem Geberitkasten in der Wand, also Unterputz. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Du kannst noch mal das Waschbecken kurz filmen. Also wenn du nicht im Video sein willst, du bist im Spiegel, gell? Nein. Ja, Waschbecken, hier würde ich auch das gleiche einbauen, wie wir sonst immer machen. Aufsatzwaschbecken auf einem schönen Eichetisch, selbst geschreinert. Ansonsten Decke, die würde ich, je nachdem, wie weit es hier reingeht, okay, das sind knapp 5 cm. Hier würde ich einen Rigips abhängen und einfach Spots reinmachen oder Oberlichter. Ja. Es gibt Leute, die machen das direkt drauf, also diese Rigips direkt aufs Holz. Würde ich nicht machen.
ganz ehrlich. Weil wenn da einmal der Schimmel drin ist, dann musst du beides abreißen. Außerdem wissen wir nicht, was hier oben drin ist. Vielleicht ist hier schon Schimmel, keine Ahnung. Ich würde mir die Mühe machen, es abzuhängen und erstmal zu entfernen und dann abzuhängen auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann brauchen wir auch nicht hochgehen. Ich weiß nicht, da werden wir dann wahrscheinlich eh nichts machen. Ist ein Dachboden, den braucht er eigentlich nicht flippen. Okay, alles klar, dann lasst uns mal auf die Zahlen eingehen. Vorab mal grundsätzlich, wenn ihr sowas öfter macht, dann geht ihr in so einen Raum rein und ihr wisst eigentlich schon automatisch, wie der dann fertig aussieht. Also gerade wenn man sich Materialien ein bisschen zurechtgelegt hat, also wenn man eine Art System entwickelt hat, wir haben immer den gleichen Boden, wir haben immer die gleichen Fliesen, wir haben immer die gleichen Armaturen. Style ist relativ ähnlich, das heißt, man kann noch gewisse Akzente setzen, designmäßig, aber so das Grundprinzip 80, nee, stimmt gar nicht. Also das Grundprinzip 95% von allen Sachen sind eigentlich standardisiert, das heißt Copy-Paste. Damit habt ihr weniger Entscheidungen zu treffen, habt mehr Zeit für wichtige Dinge und würde ich jedem wärmstens ans Herz legen, dass ihr nicht jedes Mal überlegt, okay, welche Fliesen machen wir, welche Armaturen, welche. Das machen Eigennutzer, können die gerne machen, ist natürlich auch eine andere Geschichte. Die leben da drin 20 Jahre wahrscheinlich, wir verkaufen das wieder. Das heißt, wir wollen einfach nur eine Käuferschicht. Wir wollen so viel wie möglich geeignete Käufer mit einem Design ansprechen und nicht jedes Mal sich da irgendwie verkünsteln. Gut, Preise wollten wir noch besprechen. Das ist natürlich abhängig, wenn ihr jetzt in München seid, dann habt ihr wahrscheinlich andere Preise wie in Dresden. Ich kann nur vom Allgäu sprechen und auch nur von meinen Kontakten. Wenn ihr jetzt über MyHammer oder andere Portale geht, dann ist es wahrscheinlich ein Stück teurer als jetzt der Handwerker, den ihr kennt, den eure Familie schon kennt und so weiter. Der macht euch natürlich andere Preise. Grundsätzlich verputzen, streichen, Rigips, also hier dieses ganze Tapeten entfernen, so diese Entrümpelung, Fliesen abkloppen. Da rechnet ihr ungefähr mit 250 Euro auf den Quadratmeter. Wohnfläche, wenn ich so frech zwischenfragen darf? Wohnfläche. Okay. Also wie gesagt, so diese optischen Sachen wie Boden entfernen und so weiter, da sind wir so bei 250. Wir reden jetzt hier von Arbeiten, die nicht unbedingt einen Meisterbetrieb ausführen müssen. Da wird natürlich auch oft auf den östlicheren Teil von Europa und die Handwerker dazu zugegriffen. Es ist einfach so, die ganzen Suppler, die einen Meister anstellen, sind auch von da. Also könnt ihr ungefähr mit 250 rechnen. Badezimmer, wie gesagt, unten sind wir so bei 5.000, 6.000, je nachdem, wie verkünstelt, je nachdem, was für einen Standard ihr dann verbaut. Oben sind wir dann so bei 10, 11, 12.000, schätze ich mal, mit Badewanne und so weiter. Wobei diese Preise, die sind sehr hoch angesetzt, meiner Meinung nach. Also ich weiß, dass ich es billiger machen kann mit dem gleichen Qualitätsstandard, aber jetzt... Wir wissen nicht, was Angebot und Nachfrage macht. Wir wissen nicht, was die Lieferketten macht und überhaupt Materialien. Das heißt, ich bin da schon eher pessimistisch bei dieser ganzen Preisgeschichte. Einfach um Puffer zu haben. Wenn es natürlich billiger wird, hey, da beschwert sich niemand. Boden kann man sagen, ist ungefähr bei... Also wir würden hier ein sehr hochwertiges Eichenparkett verwenden. Da sind wir wahrscheinlich so bei 45 Euro den Quadratmeter. Das inkludiert schon... Die Trittschalldämmung drunter, der Boden selber wird wahrscheinlich so um die 35, 38 Euro kosten. Elektro kann ich so nicht ganz abschätzen, aber hier reden wir bestimmt über 15.000 Euro. Ich habe jetzt nichts zu schreiben, ich habe kein Handy, ich habe keinen Taschenrechner, aber ich schätze hier, dass doch ein bisschen mehr Aufwand ist, gerade wegen dem Schlitzen. Von der Elektrik würde ich mit 900 bis 1.000 den Quadratmeter Renovierungskosten rechnen. Wenn ihr einen guten Flip hinlegen wollt, dann müsst ihr da nochmal ca. 1.000 auf den Quadratmeter gewinnen, einfach damit es Spaß macht. Ihr könnt natürlich auch für weniger flippen, aber zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis sollten ca. 2.000 Euro auf den Quadratmeter Puffer sein, um diesen Flip hier wirklich vernünftig und auch in Hinsicht auf Markt, keine Ahnung, was der macht. Wir wissen, er dreht sich auf jeden Fall gerade. Wir sind auf jeden Fall Richtung Käufermarkt unterwegs. Da können wir vielleicht auch nochmal ein Video dazu drehen. Mhm. Passiert doch einiges und relativ schnell gerade. Aber wie gesagt, Materialien, Handwerkerverfügbarkeit, Logistik und so weiter, bin ich so bei 1.000 Euro pro Quadratmeter hier. Okay. Wenn wir die Heizung nicht machen, was ich nicht machen würde. Und dann halt noch im Garten irgendwie ein bisschen Landschaftspflege, vielleicht noch die eine oder andere Sache streichen, Fassade streichen und so weiter. Da
kommen wir ganz gut hin mit 1000 Euro. Genau, vielleicht nochmal, also ich kalkuliere jetzt schlüsselfertig, das heißt, meine Preise sind deutlich höher, wie wenn ihr das selber macht, teilweise mit Eigenleistung oder wirklich jedes Gewerk selbstständig sucht, immer den billigsten Preis nimmt und dann selbst vergebt, selbst koordiniert, selbst Bauleitung macht. Da sind wir wahrscheinlich, wenn ich es schlüsselfertig mache, 1000 ist schon die obere Ende der Fahnenstange, also da redet man wahrscheinlich über 80.000 Euro hier. Wenn ihr es wirklich mit Eigenleistung und wie gesagt selber vergebt, dann kommt ihr da deutlich drunter, da seid ihr wahrscheinlich bei 60.000 oder so. Durchbruch ist auch noch eine Geschichte, kann ich schwer kalkulieren, gerade weil Stahlträger irgendwie Mangelware sind anscheinend. Und wie gesagt, Elektrik ist eine Sache, da muss jemand durchschauen, der muss sich das anschauen. Dachboden haben wir jetzt noch nicht angeschaut, da müssen wir vielleicht auch die ein oder andere Sache machen, einfach ein paar optische Geschichten. Dämmung sollte in Ordnung sein, Fassade streichen, Geländer streichen, vielleicht einen neuen Gartenzaun und so weiter. Das sind so kleine Dinge, deswegen, ich mache da immer extra noch einen 10.000 Euro Puffer. Einfach um keine Überraschungen haben, zu haben. Genau, vielen Dank für die kleine Tour. Sehr interessantes Objekt. Ist nichts für uns. Hat aber andere Gründe. Es ist eigentlich schon unterm Hammer wahrscheinlich. Deswegen, wir sind in der Vorankaufsphase von vielleicht einem anderen Projekt. Da kommen wir gerne nochmal mit einem neuen Video auf euch zu. Ansonsten vielen Dank. Ich werde dich verlinken. Wie gesagt, lasst fleißig Liebe da auf seinem Kanal. Bei uns natürlich auch. Ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche. Da sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge. Bis dahin abonnieren, nicht vergessen, liken, kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Eigentlich könntest du das jetzt sagen, weil du weißt es jetzt auch. Aber Ding. Die Glocke aktivieren, genau. Und wie gesagt, Dankeschön fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.